Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arch Hero hier auf dem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank mit dir fürs Einschalten. Im letzten Video haben wir ja endlich Kapitel 4 geschafft und ja, jetzt befinden wir uns in Kapitel 5. Aber Arch Hero hat ein neues Update rausgebracht und das finde ich ziemlich cool, denn Arch Hero hat jetzt Helden eingeführt. Früher konnte man ja nur einen Bogenschützen haben und den konnte man nur verbessern, indem man seine Ausrüstung verändert. Jetzt hat Arch Hero eben ja Helden eingeführt und Helden haben jeder eigene Fähigkeiten und heute werden wir uns gleich mal einen Held kaufen bzw. einen neuen zulegen und gleich mal probieren, was der so drauf hat. Ich bin schon richtig gespannt, ja, was das so für eine Änderung bringt bei Arch Hero. Ich finde die Änderung ziemlich cool, denn wenn wir hier auf Held ändern drücken, sehen wir hier die verschiedenen Helden, die zur Auswahl stehen. Den Urazil bekommen wir hier gratis und es steht zwar nicht, dass er hier automatisch vergiftete Pfeile hat oder irgendwas, aber ihr seht schon die Fähigkeit Vergiftung unter seinem, ja, unter seinem Beschreibungstext und das lasst mich darauf schließen, dass man hier Vergiftung automatisch als Fähigkeit beim Start dazu bekommt. Und hier gibt es auch noch weitere Helden. Dieser kostet zum Beispiel schon 50.000, dann gibt es welche um 1.000 Juwelen. Oder gleich um echtes Geld oder um noch mehr echtes Geld. Ja, auch die Max GB unterscheiden sich und der Angriff der Helden und das finde ich schon sehr interessant das Ganze. So, ich würde sagen, wir holen uns gleich mal den Urazil, können wir uns ja gleich mal gratis holen, finde ich sehr cool. Ich würde sagen, wir drücken hier auf Einlösen und schauen mal, was passiert. Okay, hier war keine Animation oder sonst was, ich hätte mir irgendwas so oder irgendwas erwartet, aber na gut, so. Ich würde sagen, wir wählen den jetzt aus, aber schauen auch gleich mal. Ah, okay, man sieht es schon hier. Hier Max GB 550 und Angriff 120. Und der Atreus, den man zu Beginn hat, hat Max GB von 600 und Angriff von 150. Na gut, dann muss das da unten auf alle Fälle das sein, dass man hier eine Fähigkeit hat. Nur was mir hier etwas stört, hier steht nur Ausgewäh. Na gut, so. Ich würde sagen, wir craden hier noch unseren Bogen ab und dann stürzen wir uns gleich mal hier in das verlorene Schloss. Finde ich ein sehr cooler neuer Dungeon. Ja, ist etwas schwieriger geworden. Aber gut, ich würde sagen, wir schauen gleich mal, was er so hier drauf hat. Ich finde das mit den Helden ziemlich cool, dass da jeder so seine eigenen Werte hat, beziehungsweise auch seine eigenen Fähigkeiten und dass man das hier auswählen kann. Finde ich ein sehr cooles Update. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne rein in die Kommentare. Und schreibt mir vielleicht auch rein, was ihr euch so in Zukunft von Arch Hero wünscht. Würde mich sehr freuen. Und wenn euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. So, wir haben hier genommen doppelte Frontpfeile und ihr seht schon, er vergiftet hier automatisch gleich mal die Gegner. Ziemlich nice. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob das eine normale Vergiftung ist oder vielleicht eine bessere Vergiftung, denn ich weiß nicht, ob ich nur für eine Vergiftung so viel Angriff und auch GB einstecken möchte. Ich meine, es sind nicht viel, aber es ist immerhin etwas, was schon, ja, was ausmacht. So, nächstes Upgrade. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Seitenpfeile. Ich spiele sehr selten mit den Seitenpfeilen, aber mal schauen, was sie hier im neuen Dungeon so machen. Diese Dinger, die haben mir vorher nur einen Feuerball geschossen und jetzt schicken sie so, ja, so eine Kette oder so einen Zusammenhang an Elektro Blitzen. Die bewegen sich zwar nicht so schnell wie die Feuerbälle, aber trotzdem finde ich das nicht nice. Aber finde ich das schon um einiges schwieriger zum Ausweichen als die davor. Also nur die Feuerbälle. Natürlich bewegen sie sich langsamer, aber trotzdem ziemlich nice. Okay, der ist auch neu. Ah, okay, man kann sich ja auch noch zusätzlich Max GB holen, aber ich möchte mit euch hier keine Werbung anschauen, deswegen werden wir das hier mal nicht annehmen. Ja, seht schon diese Kettenblitze. Sie sind langsamer, aber schwieriger zum Ausweichen. Und ich würde sagen, bei hier beim fünften Dungeon, also fünftes Kapitel, macht es auch Sinn, mal hier durch Wände gehen vom Teufel abzuholen. Das macht schon Sinn, weil es gibt hier schon mehr Wände als in den vorigen Kapiteln. Wow, jetzt wird's knapp. So. Aber haben wir alles noch gemeistert. Kapitel 5, ich komme nicht weit rauf. Ich muss hier einiges noch verbessern. Ich muss hier noch üben. Ich muss die ganzen neuen Gegner... Wow.
Ja, muss da etwas besser werden. Und besonders die Endgegner, also die Bosse, kann ich sowieso noch überhaupt nicht. Und ihr habt schon gemerkt, beim letzten Level, es ist sehr, also beim letzten Kapitel, es ist sehr, sehr wichtig, die Bosse zu kennen. Ansonsten, ja, das macht dann mega mäßig Sinn. Weil, es macht wirklich einen Unterschied, wenn man weiß, was die Bosse so machen. So, will ich das? Nö, will ich nicht. Und da haben wir schon den ersten Boss bei Kapitel 5. Ah, gegen den habe ich schon öfter gekämpft hier. Der ist ziemlich nervig. Den gab's glaube ich schon mal. Aber halt nicht in so einer Hardcore-Ausführung. So. Aber der ist ziemlich leicht. Man braucht wirklich nur die roten Pfeile ausweichen. Man sieht schon, wo die Schüsse hingehen. Es ist nicht so schwierig. So. Erster Boss ist weg. Wir bekommen hier Herzen. Und können gleich mal am Glückswort drehen. Okay, HP Plus. Ziemlich nice. Ja, ich weiß nicht, was ich von den Helden jetzt halten soll. Ich, meiner Meinung nach könnten sie ruhig mehr Bonis bieten. Besonders wenn das dann irgendwann mal 10 Euro kostet für einen Helden. Das ist schon extrem teuer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder er hat einfach so ein extremst nice Fähigkeit, dass es das wirklich wert ist. Aber für die 10 Euro kaufe ich mir lieber 10 Obsidian-Truhen. Macht auf alle Fälle meiner Meinung nach mehr Sinn und auch mehr Spaß, weil man da eben dann seine Ausrüstung upgradet. Nice! Weiter geht's. Soll ich mir den mal ausschalten? Ja. Yep. Gut funktioniert. Nice. So. Weiter geht's. Ja, nach diesem Run werden wir uns noch die anderen Gems ansehen. Ob wirklich zum Beispiel die besseren, so viel nicere Upgrades haben. Beziehungsweise Fähigkeiten. Das interessiert mich schon sehr. Wir haben hier einen guten Run, muss ich sagen. Aber ich werde mich dann einfach mal killen lassen, damit wir hier ja, die Gems anschauen können. Ach, es läuft ebenso gut. So, Level Up. Nö, da will ich nichts. Was gibt ihr mir hier noch? Kopfschuss. Oh, Kopfschuss, mega nice. Um hier die Mobs zu zerstören. Nice, hat einen Kopfschuss bekommen. Ich würde sagen, wir spielen bis 20, denn dann kann ich was freischalten wieder in der Lobby. Da gibt es ja immer diese Kisten unter den Kapiteln, die man freischaltet, immer nach den 10er Schritten. Nice. So, hier noch die Kiste. So, weiter geht's. Wow, hier nächster Boss. Okay, das ist dieser Wolf. Der springt jetzt auch noch. Ja, wieso vereise ich ihn? Weil er mich berührt. Und ich habe auf meinem Bogen, glaube ich, oder auf meiner Rüstung so eine Spezialfähigkeit noch, dass jeder Gegner, der mir Schaden zufügt, vereist wird. So, neues Abenteuerlevel auch erreicht. Nice. Und normalerweise können wir jetzt auch noch die Kiste hier öffnen. Okay, ich muss sie anscheinend... Muss Kapitel 20 anscheinend auch schaffen. Aber egal, Leute. Wir wollen uns die anderen Helden noch ansehen. Vorhin hat, wie gesagt, hier Brand. Taranis. Was das genau ist, weiß ich nicht. Geboren aus dem Donner und von Natur aus in Lage, den Donner zu kontrollieren und zu lenken. Okay, anscheinend ist das Donner. Ich verstehe das nicht, wieso das dann rot ist, weil... Ja, keine Ahnung. Aber ist schon nice, wenn man das von Anfang an hat. Da kann man dann die Räume schneller... schneller clearen. So, Onia hat sehr, sehr viel Max GB, muss ich sagen. Er hat um 50 mehr Max GB, 10% weniger Angriff. Der Sohn des Lichts, der alle Kräfte des Lichts besitzt, wie etwa sein glänzendes Haar. Okay, alle Kräfte des Lichts. Ich kenne dieses Zeichen nicht. Keine Ahnung, ob der dann irgendwas vielleicht verbindet. Vielleicht hat er dann alles auf seinem Bogen. Sprich Feuer, sprich Blitz, sprich Eis. Keine Ahnung. Aber sieht eigentlich nice aus.
Und hier gibt es einmal Frost. Okay, wieso kostet die dann 18,99 €? Ja, keine Ahnung, was das genau ist. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und falls es mir vielleicht einfällt oder falls ich es irgendwoher erklärt bekomme, werde ich euch das in einem der nächsten Videos einfach sagen. Ja, Heldensystem wurde eingeführt bei Arch Hero. Ziemlich nice. Ich freue mich schon auf die nächsten, Updates. Ja, darf man wirklich gespannt sein, was Arch Hero da so bringt. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.